fucking truck. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Henne. Ja, wir haben ja heute, habe ich ja gestern auch angekündigt, noch schnell ein kleines Video für euch, so ein Taxi-Simulator-Video. Ja, die kleine Belohnung. Ja, wir haben den Wagen abgeholt. Wir werden den jetzt auch sofort mal in unserer Garage suchen für euch. War das der da? Ja, der war das. Privat-Taxi. Felgenleck. Wieso können wir den jetzt nicht nehmen? Privat. Taxi. Wir haben auf jeden Fall irgendeine aus der Woche. Wochenbelohnung bekommen. Haben wir alle schon gekauft hier. Frag mich nicht, wo der aus der Woche Belohnung ist. Ehrlich gesagt weiß ich das sogar gar nicht. So, der müsste das eigentlich sein. Aber wieso wir den jetzt nicht nehmen können? Ein Nummernschild. Nein. Das interessiert mich nicht. So. Ich kann den anscheinend irgendwie aus irgendeinem Grund gerade nicht nehmen. Aha. Ja, dann weiß ich auch nicht. Den nehmen wir einfach mal, kaufen wir uns einfach mal einen anderen. Würde ich sagen. Und das wird der hier sein. So ein Geländewagen wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Das muss ich ja mal ehrlich sagen. Ja, komm, dann nehmen wir mal diesen wunderschönen. Ah! Jetzt weiß ich, warum wir den nicht nehmen konnten. Das war ein Fehler jetzt gerade von mir. Ach, mein Gott. Weil der schon ausgewählt war, siehst du? Super. Dann ist der jetzt ausgewählt sofort und dann können wir den auch direkt nehmen. Spielen wir doch direkt mit dem. Ja, sorry, jetzt hat es ein bisschen viel. Ich musste gerade erstmal checken, wie das war. Es tut mir leid, dass es ein bisschen doof gelaufen ist. Wir hätten ja schon längst spielen können. Diese Map kommt übrigens bald und die werden wir auch spielen. Für wenn sie rauskommt, werden wir sie auch spielen. Los Angeles, aber dann Miami haben wir, Rom, New York und die kommen bald. Los Angeles. Wir fahren jetzt aber mal eine Runde Miami und auch mal eine andere Map kennenzulernen. Und ich würde auch sogar sagen, dass wir da auch ein paar Runden jetzt, also ein paar Leute mitnehmen. Und die auch wegbringen. Und in den nächsten zwei, warte, lass mich mal überlegen, in den nächsten, also morgen, übermorgen kommt nochmal ein Video zu einem anderen Spiel, was ich jetzt noch nicht verraten möchte. Seid auf jeden Fall gespannt und lasst ein Abo bei Händler TV da. Da werden alle zwei Tage jetzt auf jeden Fall Videos auch wieder folgen und ja, ich melde mich auch, falls es da neue Sachen gibt. Der sieht ja ganz schick aus. Machen wir mal ein bisschen lauter hier. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Mal sehen, wie der sich anhört. Boah, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall werden wir, oh, wieder ein bisschen leiser, werden wir jetzt einfach mal ein paar Leute mitnehmen. Weil ich finde ja schon, dass er sich lohnt. Ne? Also das lohnt sich schon. Ach, das ist eine Waschanlage. Dadurch, dass der ganz neu ist, brauchen wir den eigentlich ja nicht.
So, wir nehmen jetzt die Charon mit. Die Charon. Status in Eile. Richtlinien. Keine Strafe für das Überfahren einer roten Ampel. Weniger Strafe für Treffer. Das habe ich nämlich letztens falsch gelesen. Also Treffer waren ja, wie gesagt, nochmal die Unfälle. Das haben wir ja schon zusammen herausgefunden im letzten Video. Guckt euch das auch mal an, wer es noch nicht gesehen hat. Und ja, wir werden jetzt auch einfach diesen Wagen hier einfach mal nehmen jetzt und mal richtig schön. Oh, die Feuerwehr, die interessiert mich eigentlich ein Scheiß gerade. Nein, Spaß. Ja, wir werden jetzt ein bisschen rumfahren, ein bisschen Taxi nehmen, wir müssen mit der Route hier folgen, würde ich sagen. Des Weiteren, wie gesagt, das Gewinnspiel findet noch bis zum 16. statt, 16. Februar diesen Monat. Und also einschließlich den 16. nochmal, nicht, dass man das vergisst, am 16. ist die letzte Chance, bis 22 Uhr eure Kommentare dazu schreiben, wer das gewinnen will. Die 3x20 Pillen und also Energy-Pillen, 3x20 Stück für und ein Shampoo und ein Deo für eine ganz bestimmte Marke, wie gesagt. Und ja, guckt euch das nochmal an, das Gewinnspielvideo und ja, seid am Stissel, dann wissen wir auf jeden Fall mehr Bescheid. Wie gesagt, jeden zweiten Tag kommen wieder Videos. Das nächste Video wird jetzt in den nächsten 2 Tagen, also alle 2 Tage kommt ein Video jetzt. In den nächsten 2 Tagen kommt bis noch ein Video, also übermorgen kommt bis noch mal ein Video zum anderen Spiel und morgen kommt auch noch mal, glaube ich, ein Video, wollte ich mal machen noch mal zu auch noch mal zum hier zum Taxi-Ding. Ich würde sagen, ich mache jetzt einmal Taxi und das andere wird noch eine Überraschung bleiben. In der Woche und jeden Tag. Weil wir wollen jetzt ja auch ein bisschen durchspielen hier, würde ich sagen. Und ich finde Simulator halt immer gut. Wenn ihr Simulator mögt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Das wird nicht das einzige Simulator-Spiel sein. Da werden auch noch andere Simulator folgen. Und seid auf jeden Fall gespannt bei den anderen Simulatoren. So, oh, jetzt bin ich schon viel zu weit. Wir hätten ja eh gerade schon rauslassen müssen, glaube ich, ne? Das habe ich gerade total verpeilt. Das tut mir voll leid. Ich hätte jetzt voll verpeilen lassen, ehrlich. Ja. Ich fahre jetzt natürlich ein bisschen wie ein Rowdy, weil es mich hier auch noch Zeit geht. Und wir noch zwei. Yo, da haben wir unseren ersten Unfall gebaut. Aber ich musste irgendwie dafür zahlen. Aber wie ist der Zaun wohl heile geblieben? Oder die Nachbarn haben es nicht mitbekommen. Das ist auch wieder gut. Flucht hier gerade. Nein, wir fahren jetzt mit dem Taxi. Es wird jetzt, wie gesagt, jeden Tag entweder ein Taxi-Video rauskommen. Oder das einmal oder den anderen Tag kommt ein anderes Spiel. Aber erstmal kommt jetzt noch ein Taxi. Ich war auch in Überlegung, ob ich für euch das Call of Duty COD-Mobil anzocke. Da gibt es natürlich nur ein Problem. Wir hatten jetzt schon mehrere Spiele. Wir hatten schon wieder einen Unfall. Alter, willst du mich gerade. Oh. Ist auch immer das Gleiche. So. Unser junge Herr wollte, glaube ich, sogar hier raus. So, wir haben 6 von 10 Münzen 738 Dollar bekommen. 632 XP. Wir sind 8,41 Kilometer gefahren, also 8 Kilometer, 410 Meter. Und wir haben wieder einen glücklichen, welcher braucht. Wir sind schon wieder auf der über der Hälfte von auf Level 10. Und ja, da werden wieder noch einige Folgen folgen von dem Taxi. Einige Folgen folgen, schon irgendwie lustig. Und der wollte mit, den nehmen wir auch direkt mit. Und dann wird das ja auch wieder was. Hoffen wir. Nee, nicht mit, das muss so weit. Sorry, Kumpel, aber nehmen wir doch lieber die sexy Lady im blauen Kleid mit. Dann passt das. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin vergeben, auf jeden Fall. Und ja. Jetzt nehmen wir den Mary mit.
schon wieder in Eile. Und in Eile, warum sind immer alle in Eile? Ja, gut, wenn ich natürlich ein Taxi rufe, wäre ich auch, glaube ich, in Eile, weil so oft rufe ich nämlich auch kein Taxi eigentlich. Ich habe auch schon mal einen mitgenommen hier, der gefahren ist mit mir, der eine Typi, der war nicht in Eile, der war ganz in Ruhe, das fand ich ganz super. Dann musste ich mich nicht beeilen, dann war die Zeit auch nicht so knapp. Also es sieht natürlich jetzt einfach aus, das Fahren so, als würde ich ist, weil es ist ja von der Steuerung schon schwer, vor allem wenn man schnell fahren will. Weil wenn ich jetzt Gas gebe, nein. Jo. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem. Milady, leben Sie noch? Scheiße. Oh, jetzt habe ich glaube ich noch mal den Kopf überfahren. Keine Ahnung. Die Polizei wird sich da unten schon kümmern. Ja, die Feuerwehr ist schon da. Hat man ja gerade gesehen. Hat schon gerade einen Warnblinker angemacht. Ja, also ich hoffe, dass die Frau wieder gut in ihrem Krankenhaus wieder rauskommt. Erstmal mein Beileid und oder wenn sie sterben sollte, mein Beileid. Und wenn sie das ist eine gute Genesung für die Spielfrau hier. Nein. Also irgendwie komme ich mit der. Diese, das meine ich nämlich. Ich habe gestern im Video habe ich gesagt, man muss erstmal mit den Autos klarkommen. Und das ist jetzt halt so der Anfang vom Nicht-Klarkommen normalerweise. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das Spiel zu spielen, ladet es euch runter. Ist immer herzlich gesehen, glaube ich, das Spiel. Und es ist von 2020 so ein Simulator, der auch noch kostenlos ist. Ehrlich gesagt, im Play Store spiele ich das jetzt. Also ich spiele das auf einem Android-Gerät. Im Play Store. Ich müsste es aber auch, glaube ich, kostenlos im Apple Store geben. Oh, schaut einfach mal rein, informiert euch auch ein bisschen über. Ja, wir haben jetzt schon wieder über die Hälfte. Wir haben wieder eine glückliche Person. Wir haben 8 von 10 Münzen bekommen, 541 Dollar, 459 XP, 4 Kilometer sind wir gefahren und 900 Meter. Und ja, glücklich, wie gesagt. Und ja, du bist ein richtiger Freddy Krüger hier, ehrlich. Was hat für eine Feuerwehr? Fährt die mich einfach. Also ehrlich. Die hole ich nicht mit dem Taxi ab, ehrlich, du bist mir zu teuer hier. Ach so, kann ich euch eigentlich auch gleich mal zeigen. Wie sieht ja manchmal nicht nur die Grünen, sondern auch die orangenen Leute. So wie. Ja, da ist aber einer. Habe ich ihn gerade schon im Augenblick gesehen. So wie der hier. Wenn ich da jetzt anhalte, bei denen, dann dürft ihr nicht anhalten, das ist das Auto einfach zu schlecht für. Und ich habe jetzt eigentlich schon einen Sportwagen. Deshalb wundere ich mich eigentlich. Ne? Status in Eile. Zweimal so viel Geld, zweimal so viel Gold. Kann ich doch jetzt mitnehmen? Oh, ich bin VIP-Kunde. Ah, ich kann sie doch mit dem Sportwagen mitnehmen. Okay, ganz schnell, Leute. Das ist jetzt wohl neu, weil am Anfang konnte ich das nämlich nicht machen. Am Anfang stand da, das Auto, ihr Auto ist zu schlecht. Jetzt anscheinend kann ich Leute doch mitnehmen. Das sind wohl Premium-Kunden, VIP-Kunden, die geben wohl mehr Geld. Dann werden wir die jetzt wohl häufiger mitnehmen. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall super. Das freut mich auf jeden Fall. Da bin ich jetzt glücklich drüber. Und wir haben schon wieder mit dem Bug mit den roten Ampeln. Die ist jetzt grün geworden. Und ja, auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal versuchen, so richtig hier auch Kohle zu scheffeln, weil das wird mich mal interessieren, was sagt der VIP-Pico. Wow. Perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Aber ich will gar nicht. Nein, 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 nein. Nee, ich muss jetzt die VIP-Kunden wegbringen. Da ist eine Tankstelle. Sorry, Leute, aber ich muss tanken. Ich muss eher auf der anderen Seite, da sieht man da hinten.
Ich bin so schlecht mit diesen neuen Wagen. Ich komme mit denen echt noch nicht gut leid. Entschuldigt bitte meine Fahrweise. Gestern ging das besser irgendwie. Muss ich echt erst an diese Wagen hier gewöhnen. Idee, sonst passiert nämlich, Alter. Ich bin so schlecht. Könnt ihr eigentlich mal auf so einem Parkplatz fahren? Einmal so richtig schön driften für euch, wenn ihr das sehen wollt. Ja, heute kam übrigens noch ein Video von mir raus. Das war der Vergleich mit den, Frischkäsen mit Jalapenos. Und ja, schon wieder Unfall. Ey, ich mag diesen Wagen nicht. Ich wechsle gleich wieder den Wagen, der ist mir zu hart. Aber wo, wir reden einfach VIP-Kunden. Also wenn wir mit dem Wagen irgendwie doch mal einmal klarkommen sollten, der irgendwie jetzt eigentlich normaler Wagen wäre jetzt eigentlich schon längst kaputt. Also ein Simulator ist das auf jeden Fall nicht für das Auto Zerstörung. Weil dann wäre es total in die Hose gegangen. Auf jeden Fall ist das erstmal gut. Dass wir überhaupt was geschissen gekriegt haben, aber wenn wir erstmal den Wagen richtig drin sind, dann sollte das eigentlich alles kein Problem mehr geben. Und wir liefern die Frau jetzt natürlich erstmal ab. Wir haben jetzt 889, 910 Euro schon. Wir kriegen das doppelt, Leute, ne? Wir kriegen das auf jeden Fall doppelt an Geld gleich. Dann lohnt sich doch. Mal sehen. So, ihr Pikote, wir kriegen 16 von 20 Münzen, wir kriegen 1900 Dollar, wir bekommen 816 XP und wir bekommen 8 Kilometer, wir sind 8 Kilometer gefahren und 620 Meter und wir sind in einem glücklichen Leute, Alter, 1900, die Autos bezahlen sich von selber, wenn ich da welche gut finde. Ich glaube, ich suche jetzt erstmal nur die goldenen. Mal sehen, haltet mal mit Ausschau, vielleicht finden wir ja noch einen goldenen. Ja, eine Waschstraße wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm, eine Reparatur gleichzeitig dabei zu haben. Jo, erstmal noch 1900 haben wir gerade bekommen, dann können wir auch erstmal noch was auf den Kopf hauen, würde ich sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, für uns die goldenen Leute mitzunehmen. Das Goldene ist das wahre Bare. Und das sollten wir uns nicht entgegenlassen, deshalb holen wir jetzt nochmal ein paar Golden ab. Den Grün nehmen, auf die Grünen pfeife ich jetzt hier, die sind so billig hier. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass das funktioniert mit den teuren Wagen. Das ist schon mal gut, das wusste ich halt nicht, dass das nicht nur mit Sportwagen geht und anscheinend. Ha! Buja! Das ist ein goldener wieder, aber es gibt wieder doppelte, habe ich recht? Oder sagt die Messer war ganz so schlecht? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Bams! Sensibel soll ich fahren, ja dann! Ja, dann scheint das Geld sitzen. Ja, dann mache ich das doch mal, sensibel fahren. Nein, ich muss geradeaus. Ach, von da kam er, ne? Weil ich muss immer einmal gleich zum Tank gehen, wenn man den viel Sprit ich jetzt schon verballert habe mit dem Sportwagen. Einfach wieder liegen bleiben, dann bringt das die Goldene auch nichts. Jetzt schon, wir haben nichts gemacht, wir haben jetzt schon 103. Kein Bock jetzt zu warten hier. Das kostet alles Unfall, 30? Wo habe ich denn jetzt bitte einen Unfall gebaut? Das würde mich nicht mehr interessieren. Habe ich jetzt irgendwie noch die Feuerwehr geschliffen oder was? So, danke. Ich will tanken. Ich muss tanken. Ich muss echt tanken, sonst habe ich ein Problem. Sehr wahrscheinlich. Jo. Wie meint er, ich kann heute sensibel fahren? Aber von sensibel fahren habe ich anscheinend noch nichts gehört irgendwie. Ich komme mit dieser Steuer, die ist so schwer, das Auto zu fahren. Das ist so unnormal schwer.
Ja, yeah, ja. Yeah. Wir bekommen gleich eh wieder das Doppelte. Auch an Gold. So, wir bekommen 4 von 20 Münzen nur. Das ist echt wenig. Das muss ich ehrlich sagen. 754 bekomme ich auch bei normalen Kunden. Also es ist nicht gerade eine gute Kundin gewesen. Mal sehen. Die andere fand ich jetzt super. Also die will ich normal damit hier bringen. Oder irgendwo anders hinbringen. Bei so einer Kohle gerne. Ich fahre hier aber auch wie so ein Rowdy, ehrlich. Ich muss das aber jetzt einmal tun, weil ich muss. Danke. Och, jetzt habe ich schon wieder einen zerstört. Oh, das ist doch doof, ehrlich. Das macht so keinen Bock gerade. Naja. Wir fahren ja auch schon wieder wie so ein Rüpel. Normalerweise ist das gar nicht meine Art. Ich versuche eigentlich sonst immer den Simulatoren so viel wie möglich an so zu fahren eigentlich, weil ich eigentlich gut rüberkommen will. Hey. Den Pablo bringen wir noch weg und dann ist auch wieder gut, glaube ich, ne? Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Oha, eigentlich ist das Video schon vorbei. Ja, kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, Leute, bedanke ich mich schon mal. Und ja, ich versuche noch ein bisschen zu üben mit dem Fahrzeug, weil das geht gar nicht. Für euch, damit man auch wieder normal fahren kann. Aber das ist mir einfach zu wild, das Auto. Eigentlich. Aber die goldenen Kuten geben mir das doppelt. Also wenn ich mal Geldmangel habe, dann nehme ich natürlich das Auto. Aber das nächste Mal fahren wir dann wieder mit dem Mercedes oder so. Ehrlich gesagt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr lieber den Wagen haben wollt, ob wir das zusammen weiter üben sollen. Oder ob ich den Mercedes wieder nehmen soll. Oder den Geländewagen, den wir heute erst gekauft haben. Überlegt euch das einfach. Und dann sagt ihr mir einfach Bescheid. So, 303 Münzen. 256 XP, 10 10 Münzen und 2,46 Kilometer gefahren. Wir sind und er ist glücklich und wir sind kurz vor Stufe 10. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir Taxi-Simulator spielen und versuchen auch dann vielleicht mal mit einem anderen Wagen oder sonst irgendwas, Geländewagen. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr meint, ihr wüsstet, was wir noch benutzen können. Oh fuck. Ja, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Hennes am Start. Und würde mich natürlich auch damit bedeuten. Morgen bekommen wir in der Tagesbelohnung Tag 8 in 23 Stunden 500 Münzen. Also Dollar, richtiges Geld und 10.000 Dollar nochmal obendrauf. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Taxi-Simulator ist am Start. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis die Tage. Ciao.